So. Barrierefreiheit und der Umgang mit Menschen mit Behinderung, das ist ja ein Thema, was nicht ganz einfach ist. Das fängt schon bei der Sprache an. Viele haben einfach Angst, schon über Behinderung zu reden, weil sie Angst haben, gegen die Regeln der Political Correctness zu verstoßen. Und deswegen fangen wir einfach gleich mal damit an, mit so einer kleinen Frage zum Einstieg. Wie sieht es denn aus? Wie würden Sie denn einen Menschen, der im Rollstuhl sitzt, bezeichnen? Machen an dieser Stelle mal eine ganz kleine Umfrage, die ist auch anonym. Sie können jetzt einfach mal eingeben, wie Sie jemanden mit Behinderung nennen würden. Ja, prima. Rollifahrerin haben wir schon mal eine Antwort. Okay. Ja, vorhin habe ich Ihnen schon mal so ein paar Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Mensch, sehr gut. Und tatsächlich kommt Mensch dem Ganzen am nächsten. Von diesen ganzen Antwortmöglichkeiten, die ich Ihnen jetzt auf dieser Folie schon mal genannt habe, ist keine verkehrt. Das ist schon mal ganz wichtig. Behinderte sagen also selber, dass es ihnen eigentlich egal ist, wie sie genannt werden, solange wie das respektvoll passiert und solange wie das Ganze nicht abfällig ist. Im Allgemeinen wird man aber heute die Bezeichnung Mensch mit Behinderung verwenden. Menschen mit Behinderung gibt es ganz viele. Wir denken natürlich gerade an Hochschulen erstmal an körperliche Behinderungen vielleicht eher. Fehlende deformierte Gliedmaßen, vielleicht jemand, der blind ist, also Nerven- oder einen Gewebeschaden an Augen hat, der vielleicht motorische Störungen hat, die auch auf Nervenschädigungen zurückgehen können. Natürlich dann die Art und Weise, wie solche Behinderungen zustande kommen. Die können angeboren sein, die können durch Krankheiten passiert sein, die können aber auch erworben sein. Bei Querschnittsbehinderungen, die man sich durch einen Unfall zuzieht beispielsweise, spricht man von einer erworbenen Behinderung. Was ist denn eigentlich die Definition von Behinderung? Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen hat dazu eine ganz interessante Definition gemacht, die gleich in ihrer Präambel auch drin steht. Und zwar sagen sie, dass diejenigen, die langfristig körperlich, seelisch oder geistig oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die in Wechselwirkung mit den verschiedenen Barrieren ihre gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft behindern können. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, denn im Wesentlichen ist das, was die UN hier macht, die Definition einer Behinderung über das soziale Umfeld. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wenn man die Barrieren reduziert, dass man damit auch Behinderungen auf nahezu null runterdrücken kann. Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, dass man sehr schnell einfach Barrieren errichten kann und damit kommt man dann ganz am Ende zu der Schlussfolgerung, dass eigentlich jeder von uns auf irgendeine Art und Weise durch Barrieren in seiner kompletten Teilhabe reduziert werden kann. Man denke in dem Zusammenhang beispielsweise auch an sprachliche Barrieren. Wenn man sich jetzt unter Wissenschaftlern befindet, deren Fachgebiet man nicht teilt und die sprechen alle in ihrer Fachsprache, dann versteht man nichts, man ist in dem Moment ausgegrenzt. Diese soziale Ausgrenzung, das ist direkt eine Barriere. In so einem Moment erfährt auch jemand, der nicht körperlich beeinträchtigt, der nicht körperlich behindert ist, tatsächlich Barrieren. Also sehr interessante Definition und für uns ein ganz wichtiger Anhaltspunkt, ist es wichtig, Barrieren zu reduzieren, weil man damit den Leuten ihre Behinderung praktisch nehmen kann. In Deutschland ist die Barrierefreiheit schon lange als ganz wichtiges Gut anerkannt. Die Rechtsgrundlage finden wir unter anderem natürlich im Grundgesetz, aber auch in den Ausformungen einer EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit, die sich zum Beispiel im Behinderten- und Gleichstellungsgesetz wiederfindet. Und für den Bereich der Informationstechnologie ist die BITV ganz wichtig. Das ist die Verordnung, die tatsächlich vorgibt,
dass Barrierefreiheit insbesondere bei Webauftritten des Bundes ganz wichtig ist und zu berücksichtigen ist. Ein ziemliches Schlusslicht war übrigens Niedersachsen. Also wir haben unser niedersächsisches Behinderten- und Gleichstellungsgesetz erst ganz spät bekommen, erst im Jahr 2008. Wie gesagt, für uns ganz wichtig als Stutt-IP-Entwickler die BETV. Und die macht jetzt gar nicht so konkrete Vorgaben dazu, wie zum Beispiel was programmiert sein soll, sondern die gibt in allererster Linie auch die Ziele vor, die ein barrierefreier Webauftritt haben soll. Eine Website soll gut wahrnehmbar sein, sie soll ordentlich bedienbar sein, Orientierung und Navigation innerhalb der Website soll gut sein und sie soll vor allen Dingen verständlich sein. Und das, muss man mal ganz ehrlich sagen, ist doch was, das wünscht sich doch eigentlich jeder von uns. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Barrierefreiheit, gerade bei Webauftritten, ist was, das kommt nicht nur Menschen mit Behinderungen zugute, sondern tatsächlich allen Nutzerinnen und Nutzern. So, die BITV stammt aus dem Jahr 2004 und enthält so ein paar Vorschläge, was man denn alles tun könnte, um die Website barrierefrei zu gestalten. Das sind erstmal so ganz allgemeine Empfehlungen. Unter anderem soll möglichst standardkonformes HTML programmiert werden. Es sollen keine fancy Effekte über CSS oder ähnliches verwendet werden. Wenn Bilder in die Website reinkommen, dann sollen bitte beschreibende Texte verwendet werden. Und es sollen Tabellen wirklich als Tabellen verwendet werden und nicht als Layout-Element. Das ist was, das war damals noch ganz übliche Webtechnologie, dass man Bilder und Texte mittels Tabellen miteinander arrangierte auf der Website. Und das war was, das bringt beispielsweise Screenreader doch ins Schleudern. Außerdem war der BETV ganz wichtig, dass eine Website ohne Maus bedienbar sein muss, insbesondere für Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen. Und es sollte eine Sitemap gegeben sein, damit man sich schnell Übersichten verschaffen kann. Und das sind eigentlich alles so Dinge, die total selbstverständlich waren, zumindest für die Entwickler von Stutt.IP. Die haben nämlich immer gesagt, naja, genau das ist eigentlich unser Anliegen. Wir programmieren reines, ganz schlankes HTML, wir verwenden keine großartigen Effekte, einfach damit das System sich schnell bedienen lässt und damit ist es ja quasi automatisch barrierefrei. Ja, und Alttexte zu Bildern kann man angeben, muss man aber nicht unbedingt, so wichtig ist das ja nicht. Aber so im Grundsatz sind wir auf jeden Fall doch schon barrierefrei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja kein Programmierer, aber ich habe im Jahr 2005 tatsächlich mal Stutt.IP gegen die BETV abgeglichen und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass nach dem Wortlaut dieser Verordnung Stutt.IP tatsächlich barrierefrei ist, weil ganz viel von dem, was da vorgegeben wurde, einfach von Stutt.IP erfüllt worden ist. Und dann gab es im Jahre 2009 eine Entwicklungstagung, in Hannover war das, glaube ich. Bei den Entwicklungstagungen kommen immer alle Stutt.IP-Entwickler aus ganz Deutschland zusammen. Und wir hatten dann einen Programmpunkt, der da auch hieß Barrierefreiheit und Stutt.IP. Und der wurde veranstaltet von der Universität Gießen, und zwar von dem Herrn Ralf Frenger. Der hatte was im Gepäck, was der Herr Puhl erarbeitet hatte. Und wir waren alle ganz gespannt. Wir hatten also einen Raum, da saßen 40 Entwickler ganz gespannt und warteten jetzt, was da käme, weil sie der festen Überzeugung waren, sie programmieren ja barrierefrei. Da kann ja jetzt eigentlich nichts Spannendes kommen oder nichts, wo man irgendwie noch was dazulernen konnte. Und dann hat sich der Herr Frenger vorne hingestellt und hat tatsächlich mal gezeigt, wie Stutt.IP aus der Sicht eines Screenreaders aussieht und sich bedienen lässt. Und dazu hat er mal diese Beispielseite genannt, die Leute, die unter Ihnen die Stutt.IP verwenden, kennen. Das ist die Übersichtsseite über meine Veranstaltung, hier noch in einer alten Stutt.IP-Version, in der Version 1.8, die 2009 aktuell war. Und schon die Navigation des Screenreaders war sehr interessant. Der hat nämlich immer oben links angefangen, die Website vorzulesen. Das heißt, er hat hier oben, wo der rote Kreis ist, angefangen vorzulesen. Startseite, dann als nächstes Hilfe, dann als nächstes meine Veranstaltung, dann als nächstes mein Planer. Und so ging das weiter. Er hat die ganze Zeile vorgelesen, jedes Icon einzeln bis zum Ende, ist von da aus dann in die nächste Navigationsebene gesprungen, hat auch die komplett vorgelesen und ist dann weitergesprungen in den eigentlichen Inhaltsbereich.
Und auch den hat er angefangen, komplett vorzulesen, und zwar jedes einzelne Icon. Ja? Also von dem Titel der Veranstaltung angefangen, über meine Dateien, mein Forum, meine Literaturliste, und das für jede einzelne Zeile. Und das ließ sich auch nicht abbrechen. Das war noch das Allerschlimmste. Es ließ sich also nicht irgendwie sagen, überspringen wir jetzt mal diesen oder jenen Bereich, sondern der Screenreader hat tatsächlich ein Icon nach dem nächsten vorgelesen. Von oben, links, nach unten, rechts. Und wenn Sie mit dem Google-Assistenten oder mit Siri in Ihrem Telefon interagieren, dann haben Sie mittlerweile eine relativ natürliche Sprachausgabe. Die ist aber auch im Jahr 2017 noch nicht bei Screenreadern angekommen. Und im Jahre 2009 war das ganz gruselig. Dieser Screenreader hat also vollkommen ohne Betonung und ohne Pausen hintereinander weg alle Icons vorgelesen. Ja, so ähnlich verschoben, wie das jetzt hier aussieht. In der Grafik muss man sich das Ganze akustisch vorstellen. Und da das relativ schwer fällt, habe ich jetzt mal die Originalpräsentation ausgegraben, die Ralf Frenger damals auf dieser Entwicklungstagung gehalten hat, und möchte Ihnen jetzt ganz gerne mal die Audioaufnahme einspielen, wie sich das damals angehört hat. Also Herr Frenger kam wirklich an, klappte den Laptop auf und sagte, und jetzt möchte ich Ihnen mal direkt demonstrieren, wie sich das Ganze für einen Blinden anhört. Sie sagen ja immer, dass Stutterpie barrierefrei ist. Und dann gucken Sie doch mal, wie das tatsächlich wirkt. Und ich muss schon mal ein bisschen vorwarnen, vielleicht drehen Sie am besten Ihr Mikro gleich ein bisschen runter, könnte ein bisschen lauter werden, aber es wird auf jeden Fall sehr eindringlich. So, ich fange mal an, das Link, abzuspielen. Übersicht, Link, erweiterte Übersicht, Link, meine Studienmodule, Link, meine archivierten Veranstaltungen, Link, Druckansicht, leer, Link, Grafikgruppe ändern, Name, Inhalt, Link, Grafikgruppe ändern, Link, Online-Klausuren-Dokumentation, S-Link, Grafik 1, Postings, Link, Grafik 2, Wiki-Seiten, Link, Grafik leer, Link, Grafik-Anmeldung möglich. Link Grafikgruppe ändern. Link online publizieren, mit Logs und Vlogs, SS 2008. Link Grafik 3 Dokumente, Link. Okay, ich glaube, das reicht an der Stelle. Sie kriegen einen Eindruck davon, wie grauenvoll das tatsächlich war. Und es ließ sich halt auch nicht abbrechen, sondern dieser Screenreader hat tatsächlich das Ganze in einem Fort durchgelesen, von oben links nach unten rechts, ohne Möglichkeit zu stoppen. Sie hatten nur die Möglichkeit, genau in dem Moment, wenn Sie auf einem Element waren, was Sie haben wollten, dann zu sagen, und das jetzt bitte auswählen. Man kann sich vorstellen, dass das so gut wie unmöglich ist. Und um mal zu demonstrieren, wie viele Schritte tatsächlich notwendig sind, um diese wichtigste Seite in Stutterpie zu navigieren, würde ich Sie jetzt an dieser Stelle mal bitten zu schätzen. Zu diesem Icon da unten rechts mit der Diskette in der Veranstaltung Release Stutterpie. Was schätzen Sie, wie viele Screenreader-Schritte sind bis dahin notwendig? Conny, blendest du uns mal kurz die Umfrage an? So, Sie können jetzt einfach mal tippen. Sind das 50, 30, 80? Ja. Okay, wir haben eine erstaunliche Bandbreite zwischen 60 und 300. Wer bietet mehr? 400. Ja, alles klar. Okay, also ganz so schlimm ist es dann nicht, aber es sind tatsächlich 105 Schritte. Das heißt, 105 Mal liest Ihnen der Screenreader vollkommen betonungslos Dinge vor, bis Sie da unten bei diesem Icon sind, wo Sie vielleicht hin wollen. 105 Schritte, jeweils ungefähr 3 Sekunden. Das heißt, Sie sind 5 Minuten nur mit dieser Seite beschäftigt, bis Sie an der Stelle sind, wo Sie hin möchten. Und wenn Sie dann die Stelle verpassen, dann geht der ganze Spaß von vorne los. Dann müssen Sie nämlich dem Screen wieder sagen, lad die Seite mal neu, und dann geht das ganze Spielchen wieder von vorne los. Mit anderen Worten, Stutter-IP ist in der Fassung, wie wir sie damals hatten, wo wir der Meinung waren, das ist nach der BETV barrierefrei, vollkommen unbenutzbar für Blinde. Und das war tatsächlich auch das Fazit, was wir dann, was allen Beteiligten und allen, die in diesem Raum saßen, schlagartig klar geworden ist. Also die Reaktion war tatsächlich in der Reihenfolge blankes Entsetzen,
So nach dem Motto, nein, wir haben doch eigentlich gedacht, wir sind barrierefrei, wir haben uns doch an die BETV gehalten. Über Verzweiflung, was sollen wir denn jetzt tun, bis hin zu leichter Verzweiflung nach dem Motto, wir haben aber doch gar nicht die Möglichkeit, Stutterp jetzt nachträglich noch barrierefrei zu machen. Man muss sich vorstellen, dass der Goldstandard der Barrierefreiheit, das sind die Web Content Accessibility Guidelines. Das ist ein internationaler Standard, den aber nahezu keine Website erfüllen kann. Und schon gar keine Website, die irgendwie 10 Jahre auf dem Buckel hatte, wie das StutterP zu der Zeit einfach schon hatte. Ja, also StutterP war damals schon ein Riesensystem mit der Lehrveranstaltungsverwaltung und Unterstützung, mit der Raumplanung. Und dieses System im Nachgang komplett nach diesem Goldstandard quasi barrierefrei zu gestalten, das ist für ein proprietäres Produkt, wäre das schon sehr, sehr schwierig. Und StutterP ist nun Open Source Software. Das heißt, wir hatten auch gar kein Funding dafür, dieses System nochmal komplett auf Barrierefreiheit umzustricken. Also, die Entwicklerinnen und Entwickler auf dieser Tagung waren auf jeden Fall sehr, sehr ernüchtert und geschockt. Und ja, im Nachhinein muss man sagen, das war von der Universität Gießen einfach eine brillante Taktik. Denn sie haben erstmal die Entwickler ins tiefe Tal der Verzweiflung geführt und ihnen anschließend aber einen Ausweg gezeigt. Und zwar hatte der Herr Frenger die Finanzierung für ein Projekt zur Gestaltung barrierefreier Seiten an der Universität Gießen im Gepäck, wo zumindest ja, eine gewisse Anteil an Finanzierung auch mit drin war. Und zum anderen sagte der Steffen Puhl, naja, es muss ja nicht alles nach diesen Web Content Accessibility Guideline barrierefrei gemacht werden. Es reicht ja schon, wenn wir Maßnahmen so umsetzen können, dass das System in der Praxis bedienbar ist. Ob das dann bis ins letzte Detail irgendwie sich an irgendwelchen Goldstandards messen kann oder nicht, das spielt dann keine Rolle. Mir ist es wichtig, dass ich als Behinderter, also Herr Puhl ist selber blind, dass ich selber als Blinder das System benutzen und navigieren kann, ohne dass das jemand anders für mich machen muss. Denn das, und das hatte eine Umfrage dann gezeigt, war tatsächlich so die Normalität an der deutschen Hochschule. Sobald die Lehrenden irgendwas gesagt haben mit, das müssen Sie bitte mal in StutterP nachgucken, haben die Sehbehinderten aufgeseufzt und ihre Kommilitonen angestupst, damit die doch den Content bitte mal aus StutterP rausholen, weil das System selber für sie nicht bedienbar war. Mit dem Dr. Pool gemeinsam haben wir dann eine Reihe von Maßnahmen erarbeitet, die wir dann im folgenden Jahr umgesetzt haben. Dazu gehörte sowas wie das Setzen von Sprungmarken, damit ein Screenreader halt bestimmte Bereiche überspringen kann und nicht immer alles vorlesen muss. Dazu gehörte die barrierefreie Gestaltung von Icons. Also in dem Bereich haben auch unsere Design- und GUI-Leute ganz viel gelernt. Dazu gehörte dann aber auch die Nachrüstung von beschreibenden Texten. Also überall, wo ein grafisches Element und sei es nur ein Schmuckbild in StutterP vorkam, wurde ein beschreibender Text dahinter gelegt und das ganze System wurde fit gemacht für Tastaturnavigation und mit einer Sitemap versehen. So sieht das dann heutzutage aus. Das hier ist jetzt eine aktuelle StutterP-Version 3.4. Wenn man da auf seine persönlichen Einstellungen geht, hat man die Möglichkeit, direkt bei diesem Bereich Skip-Links einblenden und Tastenkombinationen für Hauptfunktionen tatsächlich die Funktionen zu aktivieren, die für Sehbehinderte und motorisch Beeinträchtigte insbesondere ganz wichtig sind. Hat man die einmal aktiviert, passiert nämlich Folgendes. Man kann dann nämlich über die entsprechenden Tastenkombinationen in Browsern, die sogenannten Web Accessibility Tasten, die sind bei jedem Browser ein bisschen anders, kann man in StutterP nämlich neue Navigationselemente aufrufen. Man hat dann hier die Möglichkeit, direkt mit der Tastatur nicht nur dieses kleine Menü oben aufzurufen, sondern dann auch bestimmte Elemente der Seite direkt anzuspringen. Das heißt, ich kann zum Beispiel direkt in den Inhaltsbereich jetzt dieser meine Veranstaltungsseite reinspringen. Da muss ich im Zweifelsfall immer noch durch die einzelnen Veranstaltungen durchgehen, aber ich kann da jetzt vor und zurückspringen und der Screenreader liest nicht einfach blind irgendwie alles vor, was da steht, sondern ich kann tatsächlich auch gezielt innerhalb der einzelnen Veranstaltungen navigieren, wieder ein Stückchen zurückgehen und mir vorlesen lassen, wenn es irgendwo was Neues gibt. Und tatsächlich spricht StutterP da jetzt auch wesentlich mehr als vorher. Wenn es da jetzt neue Elemente gibt, dann gibt der Screenreader auch mit einer leichten Pause aus, wie viele neue Elemente da tatsächlich drin sind und wartet dann noch einen kleinen Augenblick,
ob man tatsächlich dieses Element anspringen möchte oder Marco, nicht. einmal ganz kurz dazwischen. Es gibt hier so ein paar Äußerungen zum Screenreader selber. Ist das eine Open-Source-Software? Ist das eine, die man gegen Zahlung erhalten kann? Wo findet man sowas und kann man einfach so eine Software mit dem Screenreader oder drüber laufen lassen? Kann ich das selber als Programmierer jederzeit testen? Wie funktioniert das? Und wer programmiert diesen Screenreader? Gibt es da gibt es ja sicherlich auch immer neuere Versionen. Könnte man da nicht auch Einfluss nehmen? Das ist ein ziemlich schwieriges Feld. Zumal, also 2009 war es sogar noch schwieriger als jetzt, denn jetzt kann man beispielsweise sich von seinem Telefon mal eine Website vorlesen lassen. Apple ist da relativ weit da vorne mit Sprachausgabe, was ähnliches müsste es aber bei Google auch geben. Das sind halt die Barrierefreiheitsfunktionen, die man da direkt im Betriebssystem aufrufen kann. Wir hatten es damals und wir haben es auch heute noch relativ schwierig, weil der Screenreader, der am verbreitetsten ist, der nennt sich Jaws, also wie der weiße Hai im englischen Original. Das ist eine proprietäre Software, die kostet auch richtig viel Geld und ist für das, was sie leistet, nicht besonders gut. Aber nichtsdestotrotz ist das so das Ding, was am verbreitetsten ist. Und als Entwickler kann man damit testen, man muss sich dann aber jeweils auf seinem System eine Testversion installieren, die dann nur, glaube ich, 3 Wochen oder was lauffähig ist. Also das ist nichts, was man so mal eben dabei macht. Aber dafür, dass man nicht alles selber testen muss, haben wir halt innerhalb der StudioIP-Entwicklungscommunity halt auch gewisse Regeln einfach aufgestellt, wie Seiten StudioIP zu programmieren sind. Und wenn man sich daran hält, kann man eigentlich sicher sein, dass der Screenreader damit auch vernünftig umgehen kann. Danke. Es war dann noch die Frage, wie man mit dem Screenreader zurückgehen kann. Kann ich Ihnen leider nicht beantworten, weil ich den selber nicht verwende. Okay, danke. Okay. Genau, also das sind diese Navigationen, die man über Tastatur tatsächlich dann aufrufen kann. Wir haben die Icons barrierefrei gemacht. Vorher war es so, dass die normalen grauen Icons sich einfach nur rot eingefärbt haben, wenn es da was Neues gab. Und niemand hat daran gedacht, dass es ja Menschen einfach gibt mit rot-grün Sehschwäche beispielsweise. Die sehen rote Icons auch als grau. Und deswegen sind dann in den neueren Versionen von StudioIP diese kleinen Sternchen mit dazugekommen. Überall, wo es was Neues gibt, ist ein Sternchen dran oder es wird auf andere Art und Weise symbolisiert, dass es da irgendwas Neues gibt. Also auch da haben unsere Designleute ganz viel einfach dazugelernt, denn vorher hatte schlicht und ergreifend niemand daran gedacht, dass Grautöne vielleicht auch ein Problem sein könnten. Und so haben wir am Ende durch die Mitarbeit und durch die große Hilfe der Uni Gießen einfach eine vernünftige Balance gefunden zwischen den Barrierefreiheitsstandards, so wie sie in der Literatur definiert sind, und dem, was wir in StudioIP tatsächlich leisten und umsetzen können, was aber ausreicht, damit man im Alltag als sehbehinderter oder motorisch eingeschränkter Mensch mit dem System arbeiten kann. Und damit sind wir aber nicht stehen geblieben mit der einmaligen Nachrüstung, sondern es hat dann im StudioIP-Verein gibt es einen Arbeitskreis Barrierefreiheit. Da ist der Dr. Steffen Pohl auch immer noch drin und der testet jetzt auch jede Version, zumindest jede Version, die in Gießen eingesetzt wird, und die sind eigentlich immer relativ weit vorne mit dabei, testet er auf Barrierefreiheit und gibt uns auch immer ganz gezielt Anregungen und Hinweise, wenn er der Meinung ist, da kann man mit relativ wenig Aufwand doch einen großen Effekt erzielen und noch was verbessern. Muss man sich aber vor Augen halten, genau, super, Dankeschön. Also meines Wissens nach sind wir auch das einzige Lernmanagement-System, was sich tatsächlich so einen Arbeitskreis leistet und auch ständig unabhängig kontrollieren lässt. Mittlerweile sind Moodle im deutschsprachigen Raum und vor allen Dingen auch Elias sind auch relativ weit, was Barrierefreiheit angeht. Also Elias hat irgendwann auch eine Komplettrenovierung sich unterzogen und ist jetzt auch nach BCAG barrierefrei. Aber wenn Sie beispielsweise in die Szene der proprietären Lernplattformen reinschauen, wie zum Beispiel den Lernplattformen, die jetzt für MOOCs in den vergangenen Jahren verwendet worden sind, unter anderem von SAP,
oder ähnlichen Firmen, das ist das pure Grauen. Also Herr Pool und ich haben uns mal den Spaß gemacht und haben mal damals vor 2 Jahren gängige MOOC-Plattformen mal durchprobiert und durchgetestet, wie weit er denn da kommt, ob er bis zu den Lerninhalten tatsächlich hinkommt. Und tatsächlich waren die Barrieren so groß, dass man teilweise schon am Login gescheitert ist. Darüber haben wir publiziert. Das hat dann einige Leute sehr geärgert, aber der Vortrag war dann der Renner bei der Barrierefreiheitskonferenz in Paris vor 2 Jahren. Gut, das nur am Rande. Wir sind aber sehr stolz darauf, dass wir diesen Arbeitskreis haben und vor allen Dingen auch, dass die Berücksichtigung von Barrierefreiheit gleich bei der Entwicklung mittlerweile in die Köpfe der Entwicklerinnen und Entwickler eingesickert ist. Also auch die Qualitätssicherung hat das mittlerweile ganz stark auf dem Schirm und wir haben es quasi mittlerweile in unserer DNA, könnte man sagen, einfach drin. Also jedes Mal, wenn eine neue Entwicklung ansteht, dann ist gleich diese Denke im Hinterkopf, wie kriegen wir das so hin, dass das Ganze auch möglichst barrierefrei ist und gut nutzbar ist, auch wenn man mit Screen Reader darin navigiert. Und tatsächlich ist Barrierefreiheit ein Entscheidungskriterium bei potenziellen Interessenten, denn gerade wenn man im öffentlichen Dienst eine Software einsetzen möchte, dann ist das doch mittlerweile einfach ein absolutes Muss-Kriterium und beziehungsweise ein K.O.-Kriterium, wenn man nicht Barrierefreiheit ist. Wenn man nicht barrierefrei ist, Entschuldigung. So, nun ist Stutt.IP aber natürlich nur der Rahmen sozusagen. Es ist nur eine Plattform, über das Lerninhalte zur Verfügung gestellt werden sollen. Was natürlich super wichtig ist, das sind barrierefreie Inhalte. Und da ist es an Ihnen, das auch weiterzugeben an Ihre Lehrenden und darauf aufmerksam zu machen, dass es unheimlich wichtig ist, dass zum Beispiel PDFs barrierefrei erstellt werden. Das ist viel einfacher, als man denkt, wenn man sich mal ein ganz kleines bisschen damit beschäftigt hat. Und ich fand es sehr gut, dass in den letzten Jahren immer mehr Hochschulen angefangen haben, Workshops für Lehrende anzubieten. Da wurden dann teilweise auch von außerhalb wirkliche Experten mit rangezogen, die also genau gezeigt haben, wie man in einem Word-Dokument sein Unterrichtsskript so strukturiert, dass daraus am Ende quasi automatisch ein barrierefreies PDF wird. Dummerweise, also ich war selber an einigen Hochschulen in diesen Workshops drin, um einfach noch ein bisschen was dazu zu lernen. Und ich war in 2 Fällen der einzige Teilnehmer. Das ist so ein ganz kleines bisschen schade und ich denke, da kann sich eKult auch ein bisschen mit auf die Fahnen schreiben, gerade wenn es um die Gestaltung von Unterrichtsmaterial geht, auch diese Barrierefreiheit zumindest anzusprechen und darauf aufmerksam zu machen, dass das ganz wichtig ist. Denn die Lehrenden machen ja nicht absichtlich Barriere enthaltene PDFs, sondern einfach nur, weil sie vielleicht nicht dran denken, dass man es auch anders gestalten kann. Das ist übrigens nicht nur bei PDFs ein Problem, sondern auch bei Vorlesungsaufzeichnungen. Viele gerade sehbehinderte Menschen nutzen die Vorlesungsaufzeichnungen sehr intensiv. Und wenn dann ein Lehrender nur eine Folie mit einem Bild an die Wand wirft und das mal für sich selber sprechen lässt, dann bekommt der sehbehinderte Mensch einfach nicht mit, was denn da jetzt gerade vorne gezeigt wird. Da wäre es dann einfach gut, wenn man Bilder verwendet, direkt auch genauso wie man es in einem PDF machen würde, mit einem beschreibenden Text hinter dem Bild, dann auch in der Vorlesung direkt zu sagen, was denn da jetzt eigentlich zu sehen ist. Ganz wichtig ist halt immer miteinander reden. Also gerade wenn man in Präsenzsituationen ist, ist es doch ein leichtes, am Anfang eines Semesters einfach mal direkt ins Plenum zu fragen, ob es Menschen mit Behinderungen gibt und was man tun kann, um Barrieren abzubauen und allen das Unterrichtsmaterial zugänglich zu machen. Also ein super wichtiger Punkt. Stutt.IP sozusagen als Auslieferungskanal soll so barrierefrei sein, wie es nur irgendwie geht. Aber noch viel wichtiger ist halt der Inhalt. Und da lohnt es sich wirklich mal entweder im Netz zu gucken. Ich habe Ihnen hier mal 2 Links mitgebracht, die wirklich sehr, sehr gut sind, die Ihnen auch im Nachgang jetzt an dieses Webinar zur Verfügung stehen, wo es Anleitungen gibt, wie man barrierefreies Material erstellt. Oder sich tatsächlich einfach mal mit ihren Behinderten- und Gleichstellungsbeauftragten an der Hochschule zusammenzusetzen und über dieses Thema einfach mal zu sprechen. Viele Beauftragte sind sehr fit da drin und sind auch sehr dankbar dafür, dann dieses Wissen einfach mal weitergeben zu können. Denn ich bin der festen Überzeugung, sowas müssen wir weiter in die Lehre tragen
einfach um Barrieren weiter abzubauen und den Leuten eine gleichberechtigte Teilhabe an der Lehre zu bieten. Ja, und damit bin ich auch am Ende meines kleinen, anekdotisch geprägten Vortrags angekommen. Bedanke mich jetzt schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und bin jetzt ganz gespannt, ob wir vielleicht noch ein bisschen in die Diskussion reinkommen können. Ja, also es gibt noch ein paar Anmerkungen dazu. Zum Beispiel viele Lehrer umgehen das Thema leider, weil sie von nichtbehinderten Studis als Standard ausgehen. Das kenne ich auch. Also ich könnte als Beispiel mal geben, dass bei uns, das ist aber auch nur wirklich einmal passiert leider, eine Fortbildung auch angeregt wurde und auch durchgeführt wurde von der Beauftragten für schwer Behinderte, glaube ich, oder für Beeinträchtigte. Und sie hat auch darauf aufmerksam gemacht, möglichst am Anfang des Semesters ruhig mal zu fragen und auch welche Beeinträchtigung vorliegt, um dann zu fragen, was könnte denn helfen. Und wenn das im eigenen Möglichkeitsspektrum liegt, dann richten sich die Lehrenden da eigentlich auch drauf. Und manche haben das dann auch ausprobiert und gemacht, aber natürlich wenige. Und eigentlich müsste man das immer wieder fest im Fortbildungsbereich eigentlich haben, im Portfolio haben als Hochschule. Es gab noch ein paar weitere Dinge. Also es gab ein Beispiel, Adriane könnte man testen. Das ist wahrscheinlich ein Screenreader, wenn ich das richtig wahrnehme hier. Und dass eben proprietäre Software meist darauf verzichtet, weil vielleicht auch zu wenig nachgefragt wird. Ich glaube, man muss viel, viel mehr nachfragen und auch den beeinträchtigten Menschen sagen, meldet euch, sagt es einfach. Ja, danke schön auch hier für den Hinweis auf die Knuppix-Installation von Adriane. Das Problem dabei ist so ein bisschen, dass Adriane anders arbeitet als JAWS und JAWS halt leider einfach der verbreitetste ist. Also das, was Adriane richtig, also Adriane ist näher an dem Standard, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der JAWS ist so ein bisschen der Internet Explorer unter den Screenreadern, aber wie gesagt, leider der verbreitetste. Er interpretiert manche Sachen einfach auch anders. Aber zum Testen ist es sicherlich schon mal gut, auch so eine Knoppix-Installation zu haben. Ja, wenn jetzt nicht weitere Fragen da sind, würde ich sagen, ich sage ganz herzlich Danke an dich, Marco.